Grüße und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raiders letzter Offenbarung mit unserlei Gelüsten oder wie man es auch immer sagen möchte. Naja, im letzten Part sind wir auf jeden Fall vom Heiligen See über, nein, den Tempel von Karnak meine ich natürlich, zur großen Hypostylenhalle oder so ähnlich und hatten noch diesen Hebel hier betätigt. Und währenddessen hier Lara ganz sexy mit ihrem Gluteus Maximus umherschwingt. Das muss ich jetzt unbedingt so sagen. Aber ihr Zopf natürlich Kerzen gerade nach unten hängt. Was es eigentlich nur bei Männern gibt. Das habe ich nicht gesagt. Möchten wir hier weiter entlanghangeln? Obwohl, vielleicht hat ja Lara sowas. Obwohl wir das eigentlich uns gar nicht vorstellen möchten. Aber das kann eigentlich auch nicht sein, weil wir hatten ja anhand des Spiegels, der verborgene Löcher zeigt, im vorletzten Part oder so, erkannt, dass da wohl was vorhanden ist. Weil der Spiegel eben jene Löcher gezeigt hat, die... Was? Ach so! Da hinten! Der... Was will der da hinten, ehe der hier ankommt? Das ist doch schon Ostern. Der fällt doch bestimmt gleich runter. Ja. Du, das war mein Abgang. Hat ja wenigstens irgendwas... Oh, da muss ich runter. Ist egal, dass wir nochmal länger brauchen. Der hat wertvolle Munition. Wertvolle Munition, die ich zwar eh nicht verwenden werde, weil ich gerne die Knatterpanks benutze, aber das ist ja egal. Das ist sowas von egal. Erstmal ist es nicht egal, da ich das Spiel speichern muss. Die zweite Frage ist nur, wie ich wieder da hochkomme. Aber die werden wir gleich klären. Irgendwo kam ich hier hinauf. Und wenn, dann muss ich nochmal rüberhangeln. Aber selbst das ist ja kein Problem. Moment, wir können doch bestimmt hier was ausnutzen. Halt, da liegt ja noch was. Das können wir auch nicht liegen lassen. Auch wenn ich wohl eher die Knatterpanks nicht so oft verwenden... Quatsch, die anderen Waffen nicht so stark verwenden werde, aber egal. Währenddessen genossen wir noch einen schönen Ausblick. Das gehört zu meinem Tomb Raider Let's Play wie das Amen in der Kirche. Das muss einfach so sein. Ein Tomb Raider Let's Play ohne 3, 4, 5 Vieldeutigkeiten ist einfach kein Tomb Raider Let's Play von mir. Das wäre ein Tomb Raider Let's Play von anderen, aber nicht von mir. Und ja, dieser Zopf, der hängt schön gerade runter. Nein, er baumelt. Ja. Und was man mit Baumeln alles assoziieren kann, das überlasse ich euch. Ah, schön, dass Lara automatisch loslässt. Gibt es eigentlich in diesem Spiel eine Stelle, wo man alle Waffen verliert? Wenn, dann weiß ich, was ein weiterer Kritikpunkt ist. Genau dieser, warte. Nämlich, dass man nicht alle Waffen verliert. Das ist typisch für Tomb Raider. Das war in Teil 1, 2 und 3 so. In Teil 1 war das in Nutlers Katakomben so. In Teil 2 war das bei dieser Ölbohrinsel. Weil Lara ja im Flugzeug war und dann ja K.O. geschlagen wurde. Und im dritten Teil war das bei Area 51 oder so. Also... Naja, ihr wisst, in Nevada. Das Level muss ich ja jetzt noch nicht genau betiteln. Und schön, dass die Kamera sich so ändert, dass ich gerade jeglichen Überblick verloren habe. Danke. Also, da haben wir ein Löchlein. Da können wir bestimmt hineinlöchern. Oder, keine Ahnung, was wir da auch immer machen können. Was mich aber wundert ist, die schießen immer auf Lara. Warum nicht auf die Person hinter der Kamera? Muss ich jetzt hier runter? Das speichere ich ab. Das muss ich abspeichern, weil ich nicht weiß, ob ich da wirklich so heil ankomme. Deswegen jetzt nochmal runter. Nein. Ich wüsste nicht, was mir das brächte. Mehrmals ein Konjunktiv in einem Satz, Mensch. Das muss hier oben irgendwo sein. Hier oben muss sich noch was befinden. Aber was war denn das gerade? Was ist denn? Moment.
Seht ihr das auch gerade? Ein das muss ich gerade nicht verstehen, oder? Ein Himmelsläufer. Ein, ja, weiß ich nicht. Ein mir unbekanntes Flugobjekt. Genau. Ein unbekanntes Flugobjekt. Was da schön herumbackt. Kann das überhaupt erschossen werden? Jetzt wüsste ich nur gerne, wo das liegt. Dieses unbekannte Flugobjekt. Ich möchte dazu mal die Kamera wechseln. Wie dem auch sei. Ich weiß nicht, wo diese Person hin ist. Aber so wichtig kann die dann auch nicht gewesen sein. Also da ist ein Loch, da will ich aber nicht runter. Hier ist nur was anderes. Moment, kann man das irgendwie... Natürlich, ja. Das sehe ich ein. Dass das funktioniert. Hm. Also mit Knatterpengkugeln kann man Steine herunterfallen lassen. Die geben den Schub, den nötigen dafür. Auch wenn ich immer noch nicht weiß, was dieser verbackte Kamerad da oben wollte. Also, Tomb Raider ist sowieso strange. Ich sag ja nur die Person hinter der Kamera. Wo ich ja ohne Zweifel davon überzeugt bin, dass es eine Frau ist. Und sie sich trotzdem hier alles gerne anguckt. Bei Lara, also sagen wir es mal so, wer guckt sich dabei nichts gerne an? Ich gucke hier auch überhaupt... Nein, nein, das lassen wir lieber. Das ist nicht jugendfrei. Aber wir gucken jetzt erstmal hier hinunter. Und sehen, dass es hier Löcher gibt. Ja Mensch, da haben wir ja ganz schön was gemacht. Also, und jetzt haben wir auch zwei Wege. Oh Gott, ich kann mich nicht entscheiden. Also, zwei Wege. Hier geht es Stufen hinauf, die es gilt, hinauf zu klettern. Und dort gab es auch noch ein Löchlein. Zunächst aber mal... Das sieht so aus, als käme man hier weiter. Das sieht echt danach aus. Oder bin ich... Ach, natürlich! Ich erinnere mich. Ich erinnere mich auch an diese Musik. Und dann ging es hier irgendwo noch rum. Bier, Wein, Wodka, Schnaps. Ach ja, immer diese Wortspiele. Na gut, da muss ich irgendwie auch noch hin. Daran kann ich mich auch entsinnen. Hier ging es nicht weiter, deswegen meine gekonnte Rolle. Und wir sind nicht total von der Rolle, aber... Das können wir ja soweit schon mal meistern. Dann können wir hier wieder runter. Zack. Dann nochmal. Und dann möchte ich nämlich hier lang gucken, ob es hier nämlich noch etwas gab. Oh ja. Erstmal eine wunderschöne Aussicht auf ihren Gluteus Maximus. Genau, streck ihn uns entgegen. Ich sag doch, die Person hinter der Kamera hatte mal schlüpfrige Filmchen gedreht. Deswegen muss ich Lara immer... Also, es ist ja so, nicht Core Design hat diese Animation entwickelt, sondern das muss, also, diese Person hinter der Kamera, die ist seit dem ersten Spiel in das Spiel irgendwie reingerutscht, ohne dass es das wollte. Also, die saß vor dem Rechner und wurde dann in den Rechner reingesogen. Ja, und dann hieß es, ja, jetzt können wir dich da nicht rausholen. Deswegen bist du dafür immer gefangen. Und jetzt kommt hier Rätsel-Action. Rätsel-Action par excellence. Jetzt bin ich hier runtergefallen. Hat das irgendeinen Nachteil für mich? Erstmal gucken, was das hier überhaupt sein soll. Wir klettern am besten mal hier hoch. Dann gucken wir mal weiter, was wir hier finden. Ja, und dadurch... Dass diese Person, naja, da festgehalten wurde, ist jetzt halt nur die Sache, wie wir das hier umdrehen. Nee, so tun wir das schon mal nicht. Was suche ich überhaupt hier unten?
Gibt es hier irgendwas Interessantes? Kätzchen, gibt es hier was? Ja, ich frage dich direkt. Aber hier kann ich nicht wirklich viel anstellen. Warum muss ich überhaupt hier rein? Vielleicht kommt das ja später nochmal. Auf jeden Fall müssen diese Teile in Richtung dieser Pyramide zeigen. Und das wird wohl in jedem Raum so sein. Ich habe das Gefühl, dass ich irgendeinen Gedanken nicht richtig beendet habe. Wenn ja, erinnert mich mal daran. Vielleicht kann ich diesen Gedanken rekonstruieren. Oder vielleicht fällt es mir auch noch ein. Das könnte auch gut möglich sein. Das hier muss auch umgedreht werden, da bin ich mir sicher. Weil die Spitzen müssen zur Spitze zeigen. Das ist eine Tomb Raider-Weisheit. Die Spitzen müssen zur Spitze zeigen. Und wie gesagt, ein Spiegel kann verborgene, also Löcher aufzeigen, die man sonst nicht sieht. Und damit haben wir auch bewiesen, dass Lara doch eine Frau sein muss. Da der Spiegel eben jene Löcher aufgedeckt hat, die man sonst nicht sieht. Okay, so viel zur Biologie- oder Anatomiestunde einer Frau. Speziell einer Lara Croft-Frau. Und wir ziehen doch erstmal... Lara? No. Okay. Lara, willst du mich nicht heiraten? No. Okay, vielen Dank. Ich wusste doch, dass du mich heiraten wolltest. Naja, wie dem auch sei. Wir gucken jetzt hier erstmal um die Ecke und ich springe erstmal hier wieder ran. Nein. Da könnte man glatt an die Decke gehen, wenn man manchmal die Aktion von Lara sieht. Und jetzt wieder gekonnt in Szene gesetzt, diese Kletterpassage. Und Fingernägel ausfahren, um sich hieran festzuhalten. Aber die Hose, die sieht so dunkel aus. Lara, hast du eingepullert? Das muss man ja ernsthaft fragen. Jetzt sind wir erstmal hier. Das heißt also, wo ist denn das Löchlein? Ich müsste nur mal sehen, wo dieses Löchlein ist. Ich denke mal, wir drehen es einfach mal so. Wobei ich mir denken könnte, dass dieses Rätsel weitaus komplexer war. Ich meine mich daran zu erinnern, dass die Cupcake-Katze da mal gesagt hat, dass dieses Rätsel eigentlich sehr komisch war. Aber hier gibt es so viele komische Rätsel, weshalb es schwierig ist, genau das Rätsel auszumachen, was so komisch war. Das muss man ja auch festhalten. Ja, das müssen wir um 90 Grad, um 180 Grad drehen. Übrigens, wenn man 90 plus und 0, sage ich mal, analysieren möchte, ob das eine Gruppe ist, dann könnte man sagen, ja, es gibt ein neutrales Element, 0. Das zählt auch noch zum Bereich der natürlichen Zahlen oder so, wenn man das dann untersuchen muss. Moment, jetzt muss ich nochmal nachdenken. Ich glaube doch, dass es einfach hier hin zeigen musste. In diese Richtung. Es kann natürlich sein, dass ich gerade einem Irrtum unterliege. Oder vielleicht ist das Rätsel auch gar nicht so einfach. Naja, auf jeden Fall, wir können ja auch einen Inversus bilden. Und kommutativ gilt auch und so weiter. Naja, irgendwie sowas, ne? Inversus, neutrales Element, kommutativ und so weiter. Irgendwie war da mal was. Naja, wie dem auch sei, wir wissen, dass wir die jetzt alle in Richtung der Pyramide gedreht haben, aber ob das nun wirklich richtig ist, sieht man, wenn der Wolf uns frisst. Also so falsch kann es nicht gewesen sein. Das finde ich gerade sehr elektrisierend, muss ich sagen. Das war sehr elektrisierend, ja, das muss man zugeben. Eine legendäre Kamerafahrt, ja? Ich sehe das schon ein. Moment. Entwickler können ja so fies sein. Wenn ich das jetzt aufhebe, passiert da was? Nein.
Das tut es nicht. Wir werden auch nicht zerschossen. Genießen diese Musik. Ach, das kann ich kombinieren. Der Sonnentalisman. Ja, jetzt ist natürlich die Frage. Wo um alles in der Welt soll dieser Sonnentalisman hin? Einige werden es jetzt sicherlich wissen und sagen, Mensch, du musst dort oder dorthin. Ich habe da auch so eine ganz grobe Idee. Aber ich weiß nicht, ob die sich damit deckt, also mit der Wahrheit deckt. Und wir wissen alle, dass die Wahrheit da draußen ist. Ach, dieser kleine Insider. Ich liebe Insider. Naja gut, also. Müssen wir irgendwie wieder hier rauskommen? Zumindest, wenn sich die Vermutung mit dem deckt, was ich glaube zu wissen. Muss ich denn... Nee, das kann doch auch nicht sein. Ich kann doch hier nicht langhangeln. Nein. Houston, wir haben da ein Problem. Und Person hinter der Kamera, hilf uns doch einfach mal. Wie kommen wir hier wieder raus? Also hier schon mal nicht. Das können wir festhalten. Wir müssen irgendwie... Nein, wir müssen irgendwie woanders lang. Aber wo geht's denn lang? Gab es da vielleicht nur eine Klappe, die sich irgendwo geöffnet hat? Also, ich rede jetzt natürlich nur von Bodenklappen oder sowas. Ich rede von keinen anderen Klappen. Und so, das sollte klar sein. Naja, ich denke mal, ich grase diese Räume ab. Und beim Abgrasen dieser Räume werde ich ja feststellen, ob das möglich ist. Hat sich da gerade was unten geöffnet? Tatsächlich. Lara, du kannst eigentlich mal rückwärts springen, aber das hast du wohl irgendwie doch nicht so gewollt. Verdammt. Verdammt. Das ist jetzt aber auch egal. Oh, neuer Abschnitt. Naja, da war das sowieso noch egaler, wenn man das noch steigern kann. Wir werden jetzt einfach mal hier abspeichern. In welchem Abschnitt sind wir denn jetzt? Ach, wir sind wieder beim Heiligen See. Ach, natürlich! Erinnert ihr euch? Das war im vorletzten oder letzten Part. Da habe ich doch überlegt, ob es überhaupt sinnvoll ist, hier sich einen Wolf abzusuchen. Lara, worauf zielst du? Auf diesen riesen Obelisken? Ja, den kann ich dir auch bieten. Das habe ich nicht gesagt. Währenddessen sollten wir mal lieber uns umgucken. Na natürlich, das deckt sich aber mit dem. Na klar. Ich weiß, dass ich den hier ransetzen muss oder draufsetzen. Und dann hat er eine Spitze im Popo, also diese Figur. Oder so. So. Und da war wieder dieser nette Grafikbug. Und wir haben den Sonnentalisman und... Erstaunlich. Er kann darauf balancieren. Und er steigt empor. Die Kamera fährt hinauf. Er wird durch die elektromagnetischen Felder oben gehalten. Kurz aus dem Sichtfeld verschwunden. Und dieser Part ist wirklich sehr elektrisierend, muss man dazu sagen. Das muss man wirklich anerkennen. Jetzt haben wir etliche Gänge, die sich geöffnet haben. Dort sind wir irgendwo, also von dort sind wir gekommen. Das wissen wir. Und da, wo es überall hinblitzt, da können wir hinein. Deswegen schlage ich vor, wir grasen jetzt einfach mal diese Gänge ganz einfach einzeln ab. Gucken wir erstmal hier entlang. Gucken Lara beim Kriechen zu. Aber was haben die Griechen jetzt schon wieder damit zu tun? Liebe Tomb Raider-Entwickler, was haben die Griechen jetzt schon wieder damit zu tun? Nein, Lara rückwärts. Und nicht ins Wasser, genau. Sonst wäre der ganze Part ins Wasser gefallen. Das können wir auch nicht machen. Aber kann mir mal einer sagen, was die Griechen damit zu tun haben?
Nein, wahrscheinlich nicht. Deswegen... Oh, wir haben 224 mal abgespeichert. Das ist schon mal eine ganze Menge, wenn man das so sieht. Und hier geht es nach unten. Das ist mir gerade nicht so geheuer. Da haben wir im Dunkeln liegende Fackeln. Was natürlich sinnvoll ist. Und hier vorne haben wir auch noch einen Gang, den wir nicht observiert haben. Es gibt zu viele davon. Es gibt eindeutig zu viele. Und es gibt zu viel Verwirrung. Wo bin ich denn jetzt schon wieder? Das sieht auch so aus, als käme ich hier weiter. Oder? Da kann ich langhangeln. Also gehe ich davon aus, dass es hier weitergeht. Das ist zumindest jetzt nur so eine reine Vermutung. Ich weiß es ja nicht, ob das stimmt, aber zunächst einmal Munition und Medi-Päckchen. Muzi-Unition. Schrotpeng-Munition. Also die, die wirklich Schrotpeng macht. Dann kommen wir erstmal wieder hier zurück. Alles klar. Ich schätze mal, wir müssen da oben langhangeln, um weiterzukommen. Ist jetzt zumindest meine Vermutung. Weshalb ich eigentlich gerne noch den anderen Gang observieren möchte. Zuerst, versteht sich. Hier komme ich so nicht drauf. Ich denke mal, ich muss jetzt hier um die Ecke laufen. Ja, Lara, wir müssen dich mal ein bisschen um die Ecke bringen. So, auf eine private Stunde. Aber das sollte dich ja nicht stören, oder? Ich meine, immerhin hast du dir in Bereichen rumfackeln lassen. Da hast du mich lange mit dir fackeln lassen. Nicht wahr, Lara? Ja, da stimmst du mir schon zu. Ich denke mal, durch diese Kriechpassage müssen wir aber zurück. Aber das werden wir herausfinden. Indem ich erstmal den anderen Gang durchforste, der dann auf dieser Seite war. Ja, Lara, jetzt ist der Part eindeutig ins Wasser gefallen. Wir gucken erstmal hier lang. Ich denke mal, dass es nur ein Rückweg ist. Ist das Absicht, dass ich hier Energie verlieren muss? Ich glaube nicht. Da das keine Absicht ist, werde ich nochmal das Spiel laden. Ja, wir müssen uns jetzt nochmal diesen ganzen Rückweg antun. Von gefühlten 130 Metern. Oder vielleicht sind es auch ein paar mehr. Oder weniger. Schön, Lara, dass du nicht ins Wasser gefallen bist. Also, wir gehen diesmal vorsichtig an die Kante heran. Und wir können doch bestimmt dort ranspringen. Okay, diese eine Millimeter Wasser, der hat Lara natürlich vor einem sehr harten Aufprall geschützt. Das müssen wir so anerkennen. Das stimmt schon. Und bevor wir hier ausschnittsweise weitertauchen, möchte ich erstmal das Spiel an dieser Stelle abspeichern, um dann weiter zu gucken. Und genauso macht man das. So, mal wieder schön auf die Taste gehämmert. Die arme Enter-Taste, die kann doch nichts dafür. Aber, ja doch, sie leistet einen großen Teil der Menschheit bei, dass ich da alles synchron halten kann. So, möglichst halt. Und das sieht aus wie ein Sekret. Oder so. Ja, das, so sehen Sekrete aus. Also, nee, bei Sekrete, da denkt man nicht an Ausscheidung. Nee. Das ist hier ein Sekret. Mit Schrotpeng-Munition, mit dieser weiten. Dann Pfeile und ein Medipack. Sowie Pfeilen für eine spätere Waffe. Hm, was könnte das wohl sein? Das sind Wurfpfeile, versteht sich. Wir haben normale und Gift und Explosive. Oh, und 146 Fackeln. Das ist eindeutig zu viel zu wenig. Es ist viel zu wenig. Deswegen dürfen wir an dieser Stelle nochmal das Spiel speichern. Als Belobigung dafür, dass wir dieses Secret gefunden haben. Das müssten jetzt schon 18 oder 19 gefundene Secrets von 70 sein. Aber das können wir auch herausfinden. Nein, können wir erstmal gar nicht bei Lara hier festhängen. Dann geradeaus weiter.
Das war jetzt also alles nur für ein Secret, aber das ist ja nicht weiter schlimm. Wir können ja mal auf die Statistiken einen Blick werfen. Ach so, schon 21 von 70. Das heißt noch ein paar und ich habe prozentual schon mehr als in Tomb Raider 3 gefunden. Und das in einem Spiel, in welchem man sich doch viel mehr verläuft als in Tomb Raider 3. Lara, ich glaube, das ist ganz schön rau. Oder willst du da deine behaarten Beine wieder enthaaren? Ja, natürlich. Sie nutzt diese Stangen, um ihre behaarten Beine zu enthaaren. Das ist der einzige Grund, warum sie das macht. Warum machen das Frauen eigentlich? Das ist eine Frage, die mir nie eine beantworten wird. Und nicht einfach nur mit dem Grund, weil es jeder macht oder weil es ekelhaft ist. Das sehe ich irgendwie nicht als Grund an. Naja, gut, sei es drum. Lara hat es jetzt auf jeden Fall gemacht. Und gut, dass ich da nochmal hin bin. Weshalb ich jetzt nämlich hier in aller Ruhe raufklettern kann. Um ein Secret reicher. Ich habe garantiert schon eins übersehen. Aber das ist ja auch nicht weiter schlimm. Ich lege es ja nicht darauf an, alle zu finden. Zurück an dieser Stelle wird mir ganz helle, dass wir noch ein paar Minuten Zeit haben. Wenn ihr es überhaupt noch mit mir aushaltet. Aber das ist ja dann eure Sache. Ja, Fledermäuse. Fledermäuse, natürlich. Das macht man gerne so, wenn man zu viele Medipacks hat. Da ist das Spiel wohl ein dynamischer Schwierigkeitsgradentwickler, dass einfach mal Gegner eingesetzt werden, wo man zwangsweise Energie verliert. So, hau jetzt ab. Ach, da ist ja noch jemand. Noch mehr Wünsche? Nein. Alles klar. Wo landen wir denn jetzt? Das ist die nächste Frage. Da landen wir irgendwo? Okay. Das sehe ich ein. Und da landen wir in einer Sackgasse. Weshalb wir erstmal die Sackgasse observieren. Oh. Oh. Noch mehr Munition. Davon müssen wir jetzt auch so 600 haben. Ja. Das lohnt sich. Lara legt einen sexy Rückwärtsgang ein. Genau, komm, krieche uns entgegen. Auf ganz erotische Art und Weise. Schön, wie du da mit deinem Gluteus Maximus hin und her wackelst und uns ihn entgegenstreckst. Das muss man schon mal lobend erwähnt haben. Ich meine, ja, da kannst du dich wirklich gut in Szene setzen, Lara. Du könntest glatt eine Hauptdarstellerin für so einen Film sein. Womb Raider. Tomb Raider. The Jabberator. Oder so. Naja, wie dem auch sei. Dann verbleibt mal in dieser Hocke. Ich musste erst das Spiel abspeichern. Dann durftest du aus deiner Hocke befreit werden. Und erstmal gucken wir nach oben. Ein Stück weiter. Okay. Hier oben angelangt sehen wir erstmal Hieroglyphen. Ob die wirklich sinnvolle Wörter ergeben? Man müsste sich mal die Mühe machen und das versuchen zu dechiffrieren. Genau, ich möchte mal dechiffrieren. Das hat aber nichts mit Schiffen zu tun. Für alle, die sich jetzt ein Fragezeichen über die Köpfe gesetzt haben. Nein, wie dem auch sei, wir springen weiter. Also weiter hier im Text. Und gucken, was es hier oben noch gibt. Außer eine weitere Etage. Also halten wir fest, damals musste man, um die nächste Etage zu erreichen, irgendwelche sinnvollen Kletterpassagen über sich ergehen lassen. Treppen waren viel zu einfach. Das war unter deren Niveau damals. Also unser Niveau ist heute ganz schön gesunken, wenn man das mal darauf schlussfolgert, dass wir so faul sind und Treppen nutzen. Das ist ganz schön langweilig. Also die Architekten von heute und so, die berücksichtigen das auch gar nicht mehr. Naja, gut, jetzt vielmehr, jetzt flutschte mir fast das Herz in die Hose.
weil ich dachte, dass ich hier runterfalle. Aber was habe ich denn jetzt gekonnt, hier oben zu sein? Kann ich doch da... Ach, natürlich kann ich darüber. Natürlich! Das brachte mir aber nur den Anlass, einfach mal nachzugucken, ob woanders noch irgendwas ist. Also, speichern wir das Spiel ab. Und mit dieser Aussicht werde ich sagen, dass wir den Part beenden. Haben heute also wieder ein bisschen, naja, was geschafft. Wieder zum Heiligen See zurück. Das ist aber nicht weiter schlimm, wenn ich nochmal in den... hier, load. Genau, Sacred Lake. Da sind wir also wieder in diesem Abschnitt. Wir werden auch bestimmt noch in einen anderen kommen. Ich hoffe auf jeden Fall, dieser Part hat euch gefallen. Und fürs Zusehen danke ich euch allen. Und deswegen sage ich, im nächsten Part von Tomb Raider 4 sieht man sich.